Wie die meisten wahrscheinlich wissen von euch, haben wir nicht nur Koi bei uns, wie es der Name eigentlich sagt, Koi-Brüder. Wir haben natürlich auch ein riesiges Programm an sonstigen Teichfisch, zum Beispiel für einen kleinen Teich oder für ein Biotop. Da kannst du nicht unbedingt gerade einen riesigen Koi rein tun. Aber auch für die haben wir natürlich alles an Fisch da. Oben verlinke ich euch noch ein Video, das wir gemacht haben eigentlich über die ganze Auswahl. Aber heute soll es um einen Fisch speziell gehen. Warum? Weil wir den zum ersten Mal haben. Und das ist eigentlich der Kometschweif-Goldfisch. Es ist eigentlich nichts anderes als eine andere Zuchtform vom Goldfisch. Kommt auch aus China und sieht aus wie ein kleiner Koi. Also wirklich extrem hübsch. Und jetzt im nachfolgenden Film möchten wir euch hier ein paar von diesen Exemplaren vorstellen. So, da haben wir mal eine erste Ladung von diesen Kometschweif-Goldfisch oder auch Sarasa-Goldfisch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen der gebräuchlichere Name. Aber Kometschweif klingt doch schon einiges besser und cooler. Ihr seht hier schön an denen. Also es ist wirklich eigentlich ein Goldfisch, müsst ihr euch vorstellen, aber einfach eine andere Zuchtform. Und was schön daran ist schlussendlich, es sieht jeder anders aus. Also ähnlicher bei den Koi. Ich sage, der normale Goldfisch ist einfach orange, in verschiedenen Farbschlägen natürlich. Aber generell ist es halt ein einfarbiger Fisch, wo jeder so ziemlich ähnlich aussieht. Und bei diesen Kometschweif-Goldfisch ist also wirklich jeder individuell. Also es sieht keinen aus wie der andere. Klar, die Grundfarbe bleibt, das ist ein rot-weißer Fisch schlussendlich. Aber jedes Tier ist also wirklich individuell gezeichnet. Und ich sage jetzt für einen Kleinteich zum Beispiel, wo jetzt ein Koi keinen Platz hat, ist doch das eine ganz verrückte Sache. Ja, ich sage, man erkennt die Tiere dann auch individuell. Bei einem Goldfisch, ja, ich sage, wenn du hier 50 drin hast, hier die einzelnen Tiere wieder zu erkennen, ist quasi unmöglich. Aber jetzt bei diesen Kometschweif, da seht ihr also jeder eine eigene Zeichnung, einen eigenen Stil. Und so könnt ihr selbst die Individuen quasi wiedererkennen. Also von dem her wirklich, wirklich einen herzigen, lustigen Fisch haben wir bis jetzt auch noch nie gehabt. Und gleich ist halt das Bedürfnis auch in Kleinteichen da, dass man vielleicht ein bisschen Farbe einbringt. Oft hat man ja so die einheimischen Fischchen drin, ein Moderlieschen, Bitterling und ähnliches. Und das sind halt wirklich dunkle Fische, die einfach, ja, wo man halt in dem Sinne nicht sieht im Teich. Und ich sage zur Ergänzung mal noch etwas Farbiges drin. Das macht halt den Teich schon viel lebendiger schlussendlich. Und ja, ich sage die sich vielleicht sogar noch als Mühe mit den Koi schon mal beschäftigt haben, die denken, du, das sind doch kleine Kohaku. Und es ist auch so, also der erinnert tatsächlich von der Färbung an einen Kohaku. Aber es ist definitiv kein Koi. He? Also wenn ihr die Fische dann ein bisschen genauer anschaut, dann seht ihr, die Fische haben keine Barteli. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen, ja, das klassische Unterscheidungsmerkmal, kleine Koi und Goldfisch. Ein kleiner Koi hat immer Barteli. Und bei den Goldfisch fällt das weg. Also das Fisch ohne Barteli. Entsprechend werden die auch nicht riesig. Also ich sage, das ist so Goldfischgrösse. Wenn der 25 oder vielleicht auch 30 cm macht er mit dem Schwanz, dann ist das gross. Also darum eigentlich ideal geeignet für Kleinteiche, für ein Biotop. Ich sage, sie sind auch relativ anspruchslos. Es braucht auch nicht eine riesige Technik, um die Tiere zu halten. Ja, ich sage sicher Sauerstoffpumpe, Frischwasser schaffen, kleine Filteranlage. Und dann kann man also hier die Sarasa-Goldfisch oder Kometschweif-Goldfisch problemlos bei sich im Teich hineinhalten. Und es macht halt schon Freude, wenn da so Farbe kommt. Und wie gesagt, eben, ihr könnt es individuell selektieren. Im Normalfall, wenn ich jetzt einen Hongkong-Goldfisch hole, dann sagt er einfach hier 10 Stück. Und dann tun wir 10 Stück einpacken. Aber jetzt hier bei diesen Kometschweif, da kann man also wirklich selektieren. Weil einfach wirklich jeder, ja, komplett anders aussieht. So, jetzt habe ich hier noch die zweite Ladung in die Box genommen, da haben wir noch ein paar mehr. Eben, wie gesagt, ist natürlich auch nicht erschöpfend, es hat noch so viel. Aber hier noch mal eine zweite Ladung, schauen wir doch hier noch schnell in die Box hier. So, da ist die nächste Ladung in der Wanne. Ihr seht, es hat also wirklich ein Ausnahmetier. Im Koi-Bereich sagt man es einem jetzt hier mit dem roten Punkt und zur Schweiss, einem sagt man im Koi-Bereich Tanjo. Also gekrönt. Ich weiss jetzt nicht, ob man bei den Kometschweif denen auch so sagt, aber es erinnert doch ganz sehr stark an Kohaku-Koi. Und darum jetzt eben für Kleinteiche, wo das Koi keinen Platz hätte, wäre vielleicht so ein Kometschweif eine richtig coole Alternative. Vielleicht noch ganz generell zu sagen, Goldfisch ist sicher das Haustier, das weltweit am meisten verbreitet ist. Also jetzt nicht explizit zwingend hier der Kometschweif,
aber eigentlich Goldfisch mit all seinen Unterarten, die sie auch gibt, nach wie vor eines der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Haustier. Ja, ich sage, es ist halt schon auch so, es ist nicht so verrückt schwierig zu halten. Der Teich braucht nicht so extreme Anforderungen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Und ja, ich sage sicher, das Hauptargument, das ist eigentlich auch keine grosse Sache, die Fische bei uns zu überwintern. Ja, ich sage, sofern der Teich eine gewisse Tiefe hat und man eventuell vielleicht sogar abdeckt, wenn man jetzt den ganzen flachen Teich hat, dann kann man doch die Tiere wirklich problemlos im Winter draußen im Teich lassen. Ja, und das ist sicher für viele ein Argument. Ich sage, bei Koi muss man da schon ein bisschen mehr noch beachten, vor allem was die Teichtäufe anbelangt. Ich sage, das ist jetzt bei diesen Goldfisch wirklich überhaupt kein Problem. Es sind sehr, sehr robuste Tiere. Und auch was Fütterung anbelangt, nicht so verrückt heikel. Klar, eben, wir arbeiten hier im Normalfall immer mit diesen speziellen schwimmenden Goldfischpellets. Aber ich sage, die nehmen zwischen gerne mal kleinste Lebewesen, die er im Teich hat. Und ja, eben, ich sage, eigentlich ein sehr unproblematischer Fisch in der Haltung. Ja, ich sage vielleicht das Einzige, was es noch zu erwähnen gibt, allgemein die Zyprinide, also es ist ja ein Zyprinid, ein Karpfenartig, entsprechend gehört er eigentlich auch zur gleichen Familie wie Koi. Das sind natürlich schon Fische, die dazu neigen, um sich auch vermehren. Und da muss man halt ein bisschen Einhalt gebieten, da gibt es verschiedene Methoden. Ja, ich sage zum Beispiel steile Wände im Teich, dass der Laich auch gefressen werden kann von diesen Fischen. Oder je nachdem vielleicht sogar noch etwa ein, zwei Egli besetzen, also den einheimischen Flussbarsch. Und der würde dann eigentlich quasi den Nachwuchs ein bisschen regulieren, dass das nicht überhand nimmt. Auch der Nachwuchs, der entsteht, sind nicht unbedingt gerade die schönsten Tierchen. Es kann oft halt sein, dass die schwarz bleiben oder nicht wachsen. Also sage, möglichst vermeiden, dass es hier da grosse Jungtiere gibt. Weil die fressen doch dann gleich auch Futter und schlagen etwas auf den Wasserwert. Schaut, dass ihr da euch einfach ein paar schöne selektieren bei uns vor Ort. Ihr seht hier all die Individuen. Da ist also für jeden etwas dabei. Vielleicht auch für jemanden, der mal anfangen will mit Fisch oder vielleicht sogar eine Freude hat an Koi, aber vielleicht noch nicht ganz hintraut. Denke ich, ein sehr guter Einsteigerfisch, so ein Sarasa oder Kometschweif-Goldfisch. Ja, und je nachdem kombiniert man es dann noch mit normalen Goldfischchen oder je nachdem auch mit Chubunking, da mit der japanischen Zuchtform. Und so hat man doch ja, schon nur mit Goldfisch einen anständigen Farbenmix im Teich. Ja, auch kleine Teiche kann man also richtig schön gestalten, wenn man die richtigen Fischchen drin hat.